Schatten und ihr das Licht. So, das nächste Stück ist von unserer neuen EP, die man auf Bandcamp hören, sehen, kaufen kann. Das nächste Stück heißt Icarus. Musik
und fallen viel zu schnell. Die Sonne löst die Naht. Im Wachsen liegt die Kunst, die uns nach oben trägt. Der Sonne viel zu Frequent near, der Sonne entgegen. Frequent near.
so weit entfernt. Das ist das alte Spiel, das habe ich längst gelernt. Dankeschön. Das nächste Stück ist somit das neueste Stück, was wir haben. Inspiriert von einem Hörspiel, die schwarze Stadt, bei uns heißt die dunkle Stadt. Auch auf unserer neuen EP Icarus auf Bandcamp. Yeah. We'll be right back.
gebauten grauen Land. Ihr seid gierig, fett und satt in eurer dunklen Stadt. So, da sind wir schon bei der letzten Nummer angekommen. Danke nochmal den Seppel, dass wir heute hier spielen durften. Vor allem auch generell an Newcomer TV und auch an Virus, die jetzt wirklich schon seit 20 Jahren hier für alle Bands in Frankfurt unheimlichen Support bieten und liefern. Also, wie gesagt, nochmal großen Applaus auch für Seppel und Newcomer. Jawohl! So. Das letzte Stück heißt Sperrbezirk. Hallöchen, hallo, ihr Menschen da draußen am den Bildschirm. Willkommen bei der sechsten Newcomer TV-Nacht hier in der Portstraße Jugend und Kultur an den Füßen des Taunuses. Ein regnerischer Tag liegt hinter uns, aber ich denke, dass es deswegen gerade gut ist, heute Abend hierher zu kommen, um die geilsten Bands ever abzufeiern und ins Schwitzen zu kommen und überhaupt den Herbst zu genießen. Ich möchte euch eine tolle Band vorstellen, die wir extra für euch hier an den Start gebracht haben, aus den Tiefen des Frankfurter Undergrounds, Sud. Hallo. Hallo, ihr Menschen. Guten Tag. Und zwar bei mir sind im Interview David, Frank und Thorsten. Und im Grunde genommen, die Band ist wie alt? Weil ich habe diesen Changeover, David, von der anderen Band zu dieser Band gar nicht mitgekriegt. Wie alt ist Sud? Ich würde jetzt sagen mal 4 Jahre. Wenn man dann 2 Jahre Corona abzieht, dann sind wir gerade mal 2. 2? Ja. Und im Prinzip seid ihr ja alle alte Hasen, habt schon eine elendlange Rock'n'Roll-Geschichte der Frankfurter Subkultur hinter euch in unterschiedlichen Bands.
eine wiederentdeckte Jugendliebe oder was hat euch zusammengeführt jetzt in dieser Besetzung? Ja, also wie du schon gesagt hast, ich hatte ja vorher eine Band mit dem Frank zusammen und der Thorsten hat immer unsere Tapes oder Aufnahmen abgemischt. Und dann ist die Saftgeschichte gestorben und dann haben wir Sud aufgemacht. Thorsten ist dazugekommen und ja, seitdem rocken wir zusammen. Es funktioniert sehr gut. Ja. Thorsten, du alter, ich nenne es jetzt einfach mal Dreadmax Hase, hast dir wirklich alle Bühnen der Region und darüber hinaus bespielt. Dann hast du irgendwann eine Zeit lang gar keine Band mehr gemacht, hast, was ich glaube, weil so mehr Film und Auftragsmusik gemacht. Was hat dich, macht ja nichts, ist alles live. Was hat dich denn dazu bewogen? Wieder das Mikrofon in die Hand zu nehmen, um in einer tollen Band den Frontmann zu geben und Gitarristen? Schon der Punkt, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich bin halt eine alte Rampensau, ne? Und so die Bühne fehlt halt. Und auch Rock, ich habe ein Tonstudio gehabt, jahrelang, habe auch eher im elektronischen Bereich mich bewegt, so mit einem Kumpel House und Drum Bass produziert, ein Label gehabt mit ihm in Leipzig, da auch einen regelmäßigen Clubabend gehabt, aber ja, irgendwann hat sich das dann auch verlaufen, wegen ja, Familie und allem drum dran und halt Job. Und irgendwie hat mir das gefehlt. Und dann habe ich halt, wie David sagte, die Aufnahmen immer so ein bisschen gepimpt und dann 2 CDs, glaube ich, haben wir zusammen gemacht. Ne? Und dann ergab sich das, hier komm doch mal vorbei zum Jam. Jetzt irgendwie, die Sängerin ist nach Berlin, der Gitarrist nach Bayreuth. Und dann haben wir gejammt und dadurch, dass David und ich ja vorher bei Dreadmax schon lange zusammen auch gespielt haben, war das einfach eine ganz natürliche Sache, die sich da ergeben hat. Frank, die Band, von der wir reden, die diesen Changeover gemacht haben, war Saft und jetzt ist es Sud. Liebt ihr kulinarische Gerichte oder wieso seid ihr so nah mit den Bandnamen am Essen? Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass wir halt gerne den Gerstensaft trinken. So. Da sind wir wahrscheinlich auf Saft gekommen. Ne? Und der Sud ist halt einfach so die Essenz daraus, dann, die wir jetzt sind. So. Ich hatte gedacht, eher Sud ist so die hohe Kunst des Soßen-Kreieren. Und da, also, das heißt, also ihr kocht, ihr trefft euch nach der Probe immer zum Kochen? Oder? Ja, nee, wir kochen Musik tatsächlich. Also wir machen Live-Musik im Übungsraum und das ist weniger eine Kopfsache, als dass es tatsächlich Jam-Musik ist. Ein Song, den wir heute Abend spielen, Augenblick, der ist tatsächlich in einer Session entstanden. Da war nicht viel mit Reden, sondern einfach nur machen und das funktioniert sehr gut. Also ich habe selten in einer Band gespielt, wo man so kopfmäßig beieinander ist, ohne miteinander zu kommunizieren, sondern einfach nur Musik macht. Von den Inhalten, ich habe gestern noch mal ein paar Songs von euch gehört, weil ihr habt mir was geschickt, weil seid ja eigentlich, wenn man so will, mit einem aktuellen Album unterwegs, oder? Hatte ich das Gefühl, das ist sehr humorvoll, aber sehr schwarzhumorig, beziehungsweise alles so hintergründig. Man muss schon sehr in die Texte hineinhören. Also ein bisschen kryptisch alles, ein bisschen verfabelt. Du schreibst die Texte, worum geht es in deinen Texten? Oh, ich sag mal so, meistens liefert mir der Song erstmal so die Stimmungsrichtung, weil es muss ja inhaltlich dann auch ein bisschen zu der Stimmung, die der Song hat, passen. Deswegen kriege ich oft so die Anmerkung, warum machen wir mal nichts Fröhliches, aber wir haben halt wenig Songs, die das irgendwo so ein bisschen decken würden. Ich kann dir gar nicht sagen, also es ist da auch wenig Konzept. Also ich setze mich nicht hin und sage jetzt, ich mache jetzt zu diesem Thema einen Text. Es ist genauso wie früher schon immer, es ist irgendwo im Jam, singst du irgendeine Phrase, wo du merkst, das funktioniert von der Rhythmik her und dann hast du irgendwas, woran du dich halt klammerst und dann ergibt sich dann der Text in den meisten Fällen. Ich versuche halt schon, ja, Deutsch ist halt schwierig, früher Englisch gesungen, Deutsch ist halt immer so das Ding, man versteht halt sofort, was man sagt und dann muss man natürlich schon gucken, da habe ich einen gewissen Anspruch, dass das halt nicht so tralala ist, also irgendein Blödsinn, aber es soll halt auch nicht so Holzhammer-mäßig sein, ich hole jetzt hier die moralische Keule raus. Und oftmals führt das wirklich dazu, ich habe Freunde, die jetzt den ersten Song, den wir heute spielen, als so eine Hymne für Querdenker empfinden und sie ist halt eigentlich das komplette Gegenteil. Aber das merkt man, wie du sagst, wenn man halt genau so ein bisschen zwischen den Zeilen guckt und so auf die Auflösung guckt, die ich da so führe, aber sie könnte genauso gut von Corona-Gegnern als Riesenhymne für sie empfunden werden. Freiheit gesungen.
Ich sag mal, die haben auch Freiheit gesungen, ne? Ja. Also reiß dir die Maske vorm Gesicht, steh auf, zeig uns endlich, wer du bist. Könnten viele halt sagen, oh, super, das ist ja natürlich gesinnt, genau wir hier. Ho, ho. Aber im Endeffekt geht es mir eher darum, zum Beispiel bei der Nummer, dass halt diese ganzen Rattenfänger, die da um dieses ganze Thema herum seit Jahren agieren und für ihren eigenen Nutz die Leute ausnutzen halt. Ich meine, da sind wir eigentlich schon beim Thema, weil es interessiert mich ja total. Frank, seid ihr eine Band, die auch dieses ganze politische Tagesgeschehen mit irgendwie Klimakrise und Krieg und den ganzen Scheiß jetzt 3 Jahre Corona irgendwie verbal nach der Probe beim Bier bespricht? Oder fließt das in eure Musik rein oder wie funktioniert das bei euch? Also eigentlich ist es so, wir reden viel so jetzt beim Üben, aber ich sag mal, irgendwann kommen wir dann auch zu der Musik und ich weiß nicht, ob das eine mit dem anderen einen Einfluss hat. Dass die Stimmen, oder? Wir haben schon einige hitzige Diskussionen im Proberaum geführt über Politik. Wir sind da zwar auf einem Nenner, aber trotzdem tauschen wir uns da halt schon aus. Also das ist wichtig, auch der Prozess für euch. Ich sag mal so, die Texte kommen ja von mir. Also ich könnte natürlich auch jetzt, obwohl wir da uns austauschen, was komplett Larifari singen. Aber das ist, ich weiß es nicht. Also ich, wie gesagt, ich mache da kein Konzept und setze mich hin so, ich will jetzt irgendwie ganz bewusst dazu irgendeine Aussage treffen. Das kommt halt einfach so und ich bin ein sehr interessierter, wir sind alle, glaube ich, sehr politisch interessiert. Und dann kam das jetzt einfach. Also Thorsten hat die künstlerische Freiheit und wir sagen, manchmal sei nicht ganz so finster. Wir wollen Party machen. So. Alles klar. Jetzt die schweren Jahre, 3 Jahre liegen hinter uns und jetzt soll ja alles wieder besser werden, wobei Herr Lauterbach schon wieder mit der mahnenden Fahne weht, den Winter entgegen. Aber inwieweit plant ihr 2023? Also was wird bei euch passieren? Festivals oder wie funktioniert dieses Road-Leben in eurer Band? Wir wollen im November mal ein paar Bewerbungen raushauen, damit wir das nächste Jahr ja endlich mal, ich sag mal, auch mal ein paar Open-Air-Konzerte. Also letztendlich wollen wir eigentlich live spielen und am liebsten eigentlich auch draußen so irgendwo. Ja, gut, ja. Live halt vor allem. Ja. Ich meine, das ist auch der Grund, warum ich jetzt diese EP nochmal, weil das sind ja Sachen, die wir schon mal zwar aufgenommen hatten, die aber durch Corona eigentlich so ein bisschen hinten runtergefallen sind. Und deswegen hatte ich jetzt gesagt, okay, ich gebe dem Ganzen einfach nochmal einen Schub Energie und Arbeit und bringe das jetzt nochmal auf ein etwas besseres Niveau soundtechnisch, damit wir jetzt einfach für das nächste Jahr, und jetzt ist nun mal die heiße Phase bei den Bewerbungen, was in der Hand haben. Um, deswegen sind wir auch echt dankbar und froh, dass wir heute hier spielen, weil wir jetzt hier auch ja noch was optisch in die Hand bekommen, um uns bewerben zu können, weil wir sind eine Liveband. Wir wollen live, wir wollen raus, ob es jetzt draußen ist oder drin, ist eigentlich wurscht. Weil uns geht es ja nicht um jetzt irgendwie nochmal reichberühmt und sexy zu werden. Sexy sind wir, reichberühmt, weiß ich nicht. Aber wir wollen halt live spielen. Eine Sache, also es ist genau da, wo wir im Corona-Jahr aufgehört haben. Ne? Also wir waren da schon beim Bewerben so, ne? Das war dann, und da machen wir jetzt weiter. Also wir haben jetzt 3 Jahre Pause gemacht, wie wahrscheinlich alle auch. Deswegen sind wir eigentlich wieder ganz am Anfang, Newcomer. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile und ich weiß ja, ihr seid ja alle auch sehr eingespannt, beruflich, Familie, ihr habt Kinder und so. Und wie weit, also wie stark ist dieser Spagat eigentlich mit einer Band, also die man ja liebt, ihr liebt ja die Musik, also es muss ja keinen mehr beweisen, aber ihr wollt auch raus, aber trotzdem ist es ja nicht einfach, dass in euren eh schon gefüllten Terminkalender auch noch so eine Band irgendwie einzuflechten mit Gigs. Also wie hart ist dieser Spagat bei euch? Ja, es ist schon anstrengend, aber ich glaube, das ist nicht nur die Band. Also das ist noch was obendrauf in diesen ganzen Spagat, noch eins obendrauf. Klar, und jetzt müssen wir halt mal gucken. Also wir gehen jetzt bestimmt nicht irgendwie 4 Wochen auf Tour. Also wenn das Angebot kommt, würden wir das natürlich irgendwie, dann nehmen wir Kind und Kegel mit, Homeoffice, Notebook oder irgendwas, läuft schon. Nee, mal im Ernst, das geht noch. Es ist, also ich lebe. Habt ihr ein Label oder macht ihr alles selber? Im Moment machen wir alles bei der One Production Company Thorsten. Also das heißt, du bist Label, Frontman. Was heißt Label? Also ich meine, es ist ja heutzutage so, wir sind auf Bandcamp. Man kann das begrüßen, was ich tue. Kommt natürlich auch mit einer anstrengenden Seite, weil man natürlich heute das Selbstvermarktung einfach ganz hoch
hängt. Und das ist ja auch toll, dass man als Künstler, gerade als auch junge Künstler, wenn man jetzt, wie wir alle, aus einer Zeit kommen, wo man immer so das Gefühl hatte, man muss immer durch dieses Nadelöhr-Label, Plattenfirma marschieren, um überhaupt irgendwo Öffentlichkeit zu bekommen. Das ist ja heute nicht mehr so. Das heißt, heute wirst du, wenn du Glück hast, über ein virales Video relativ schnell bekannt und berühmt. Frage ist, was machst du draus? Das heißt, natürlich hast du heute dann nicht mehr die Leute wie eine Booking-Agentur, wie ein Management und eine Plattenfirma, die sich um vieles kümmert. Das machst du halt alles selbst heutzutage. Das heißt, diese musikalische Freiheit kommt natürlich auch mit einem Aufgabenpool daher, dass du jetzt alleine auch bewältigen musst. Also deswegen ist für mich im Moment Label, also ich glaube für uns überhaupt nicht das Thema, weil wir haben uns ein kleines Recording-Studio im Proberaum aufgebaut, Mikros, ich habe zu Hause mein Studio, das heißt wir nehmen Proben auf, machen daraus die Songs und die EPs und gucken einfach, dass wir rauskommen und erstmal überhaupt spielen, dass die Leute uns wahrnehmen, weil das ist einfach, wir waren ja gerade in dem Punkt, wir konnten ja auch wegen dank dir damals beim Museumsuferfest spielen 2019 und genau da war so dieser Startpunkt, wo wir gesagt haben, jetzt wollen wir Gas geben und dann kam halt Corona. Und deswegen setzen wir da jetzt neu an, in der Hoffnung, dass wir jetzt einfach hier erstmal im Kreis uns wieder ein bisschen einen Namen machen, dass wir einfach hier öfter spielen können, viel spielen können, um dann zu gucken, was passiert draus. Also, weil wie gesagt, uns geht es, glaube ich, allen nicht mehr darum, jetzt irgendwie den Riesenplattenvertrag zu bekommen und irgendwie reich und berühmt zu werden, aber uns geht es darum, dass wir einfach dieses, ich nenne es jetzt mal das böse Wort Hobby, weil wir machen das ja aus Spaß. Also das ist, ich meine, wir machen Musik ohne Kopf, ohne irgendein Konzept, sondern das, was uns Spaß macht. Und das ist das, was auch da rauskommt am Ende. Und damit wollen wir raus, weil es uns gefällt. Punkt. Mehr ist es jetzt erstmal nicht. Digitale Medien spielen für euch eine Rolle. Wer macht für euch von euch Instagram, die ganzen Homepages? Wer macht die Kommunikation mit den Fans? Haben wir alles gar nicht. Haben wir echt nicht. Also wir haben irgendwie so eine Facebook-Seite, aber wenn ich jetzt, da auf Facebook, da ist ja keiner, die sind ja alle irgendwie auf Insta und auf TikTok und das haben wir nicht. Wir haben noch nicht mal eine Story. Haben wir eine Story? Ich habe eine Story gemacht für heute. Du hast eine Story? Ich habe eine Story gemacht für heute, siehst du mal. Wahnsinn. Wie ist das bei dir mit digitalen Medien? Nutzer ja, aber nicht jetzt irgendwie, dass ich da was reinstelle oder, also ich bin auch keiner, der mit sozialen Medien irgendwas macht, gar nichts. Wenn es darum geht, Songs von euch als Video umzudenken, zu produzieren, wie geht ihr daran? Sind wir noch nicht. Also ich sag mal so. Ja. Nackig in der Badewanne. So kenne ich dich. Ah, okay. So sind wir in den Gig gekommen, okay. Man kann. Genau. Ich bin heute nackt, ja? Nein. Also, wir hatten ja gerade vorhin das Thema. Ja, genau. Wie gesagt, an dem Punkt, das ist natürlich schon irgendwie, wir haben jetzt aus dem Video, was wir damals vom offenen Kanal bekommen haben, vom Museumsuferfest, haben wir halt schon mit dem Interview einen kleinen Zusammenschnitt gemacht. Das habe ich dann geschnitten, haben sie also auf YouTube gestellt. Ich bin schon viel unterwegs auf Twitter vor allem, weil das ist eher noch so mein Format neben Facebook. Das versuchen wir natürlich schon da irgendwo jetzt, sagen wir mal, zu nutzen als Kanäle. Aber wie gesagt, wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo wir ansetzen, wo 2019, 20 irgendwie aufgehört hat, wo wir gucken wollen, wir müssen jetzt erstmal raus, wir müssen spielen. Es muss überhaupt mal Leute wahrnehmen, dass es uns gibt. Und deswegen haben wir jetzt die EP gemacht. Jetzt werden wir mal gucken, was wir mit dem Content hier anfangen dann. Also das wird jetzt passieren dann. Genau, ihr Menschen da draußen, das wird passieren. Also jetzt kommt der Sud. Ja, kommt auf euch zu und gibt es ein spezielles Programm mit irgendwelchen Pyros, Nackttänzern oder irgendwas heute Abend, was ihr extra für Newcomer TV euch überlegt habt oder wollt ihr euch einfach, ihr euch mit eurer nackischen Seele präsentieren? Wir machen das wie immer, wir hauen einfach raus, was wir haben. Also. Genau in diesem Sinne. Ein Riesenapplaus für euch, dass ihr hier seid und für dieses tolle Gespräch. Ein Applaus für Sud und ich freue mich auf euren Gig gleich. Yeah, yeah, yeah.